Herzlich willkommen zur ersten Sendung von Cyclaus Triathlon TV. Ich bin Daniel Chris. Manuel Schnell. Wir beide haben vor einigen Tagen oder Wochen die Idee geboren, einen deutschsprachigen YouTube-Kanal zu starten mit allen aktuellen News aus der Triathlon-Szene alle zwei Wochen. Und der große Hintergrund, warum wir das gestartet haben, Manuel, war welcher? Ja, wir sind ja eigentlich beide große Fans von Podcasts und YouTube-Videos rund um das Thema Triathlon. Ein paar Engländer haben es jetzt in den letzten Monaten schon vorgemacht, wie man es eigentlich richtig macht. So das Global Triathlon Network sind entstanden aus dem Global Cycling Network. Wir haben uns dazu entschieden, das Ganze auf Deutsch zu machen, weil wir der Meinung sind, dass es so etwas regional in Österreich noch nicht wirklich gibt und wir in Zukunft nicht nur internationale Rennen, Rennberichte, Themen anschauen wollen, sondern auch vermehrt auch auf regionale Rennen schauen wollen. Und ein ganz wichtiger Punkt, es gibt in Österreich, im deutschsprachigen Raum, auf alle Distanzen wirklich tolle Athleten, die es einfach verdient haben, auch eine Plattform zu kriegen. Und wir wollen auch natürlich viele Dinge aus dem Materialsektor für euch näher bringen. Für alle, die es nicht wissen, ich bin Inhaber von zwei Radgeschäften und beschäftige mich natürlich sehr viel mit dem Thema Material. Und wer deswegen auch immer wieder Dinge ansprechen, die neu am Markt kommen. Wir haben immer die Möglichkeit, dass wir natürlich zu den neuesten Materialien Zugang haben und auch viele Hintergrundinfos liefern können. Und damit wollen wir eigentlich heute gleich starten. Unser erstes großes Thema diese Woche sind die Technik-Highlights dieser Woche. Ganz neu, ganz frisch am Markt. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon öfters gesehen jetzt. Die neuen Vektorpedale von Garmin. Ja, es sind wirklich Vektorpedale drin. Viele von euch warten ja noch und haben sie irgendwo bestellt. Also ich weiß auch, dass es noch viele in Österreich im Rückstand sind. Aber es wird alles in den nächsten Wochen ausgeliefert werden und ihr werdet auch alle euren einen Wattmesspedale bekommen. Nicht minder exklusiv, weil man noch länger drauf warten hat müssen, die erste Wattmesskurbel von Shimano. Dura-S Power Meter, es ist auch wirklich einer drin, wir werden ihn noch auspacken. Natürlich zwei sehr exklusive Geräte, die beide große Vorteile mitbringen, jeder für sich. Und beide auch vom Preispunkt her sehr ähnlich angesiedelt sind. Wo liegt jetzt der große Vorteil vom neuen Garmin-Pedal zum alten? Ich hole mal kurz eines der beiden Pedale heraus. Schauen wir, dass ich die richtige Seite. Das ist jetzt das S-Pedal, das ist der einseitige. Die einseitige Variante gibt es mit Messung nur links oder eben links-rechts. Der große Vorteil, wir haben die ganze Messtechnik jetzt bei Garmin inklusive der Sendetechnologie im Pedal. Das heißt, es gibt nicht mehr diese Bots, die es früher gegeben hat, die man nochmal extra innen montieren hat müssen. Wie wir alle wissen, die das System verwendet haben, die nicht immer wirklich fest waren, die es auch immer wieder erfordert haben, das System. Der kleine Imbus, immer lästig beim Festschrauben, ja genau. Man hat das System ja immer wieder neu kalibrieren müssen, weil natürlich die Ausrichtung immer neu gemacht hat werden müssen. Das fällt bei dem neuen System alles weg. Das ist wirklich sogenanntes Plug and Play. Das ist Pedal drauf montieren, 15er Schlüssel, Pedal anziehen und das Ding ist erledigt. Einmal beim ersten Kalibrieren die Kurbellänge eingeben und das Ding ist fertig. Natürlich ein Riesenvorteil, wenn ihr irgendwo hin auf Trainingslager fliegt. Ihr könnt das System total locker in den Rucksack schmeißen, wenn ihr irgendwo ein Leihrad nehmt und habt immer euer Wattmesssystem dabei. Sehr interessant auch vom Preispunkt. Einseitige Messung, so wie da, 599 Euro. Beidseitige Messung, 999 Euro. Ist für das, wo das System angesiedelt ist, auch von der Qualität her, vom Preis her wirklich sehr, sehr fair. Und auch mittlerweile mit der Batterie im Pedalkörper drin wirklich einfach zu wechseln. Da mit dem Imbus ist eine sogenannte LR44, ist also eine kleine Knopfzelle. Da sitzen zwei Batterien drin. Garmin gibt das Ganze mit ca. 150 Stunden Lebensdauer an. Ist natürlich immer davon abhängig, was für eine Temperaturunterschiede hat man. Wird es einmal ein bisschen feucht, aber grundsätzlich die Batterie sehr einfach zu wechseln. Sehr tolles System. Zweites
ganz großes Highlight am Markt und neuer Markt gekommen. Wir haben ehrlich gesagt 16 Monate darauf gewartet. Shimano hat sich sehr viel Zeit gelassen. Die neue Wattmesskurbel von Shimano passend zur neuen Dura S. Sehr, sehr hochwertiges Wattmesssystem verbaut in der Kurbel. Misst auf beiden Seiten, da sehen wir einmal die Messeinheit auf der rechten Seite, da sehen wir die Messeinheit auf der linken Seite. Das Ganze wird über ein Kabel miteinander verbunden, über die Achse. In der Achse sitzt da gleichzeitig der Akku. Geladen wird das ganze System über einen Stecker, der sich da drunter befindet. Das heißt, das System hat keine Batterie, sondern hat einen Akku und misst auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Hat natürlich den Nachteil gegenüber einem pedalbasierenden System, man ist fixiert auf die Kurbel. Das heißt, Kurbel abnehmen, gerade mal schnell irgendwo hin mitnehmen auf Trainingslager und dort aufs Rad drauf montieren, wird natürlich schwierig. Ist aber ein sehr, sehr hochwertiges System, was auch zeigt, kommende Saison werden 8 Teams in der Pro Tour schon mit dem Powermeter von Shimano fahren. Also Shimano geht da wirklich einen sehr geradlinigen Weg nach vorne, um auch wirklich im Profibereich sehr, sehr viele Athleten mit dem neuen Powermeter auszurüsten. Das System ist mittlerweile super ausgereift, funktioniert super. Schon seit 2014 ist es auf die Räder von den Jungs bei FDŠ montiert. Das heißt, das System funktioniert sicher auf höchstem Niveau. Wir werden beide Systeme in Kürze auch selber auf unsere Räder testen und werden dann für euch natürlich auch einen Erfahrungsbericht bringen, wie es uns damit gegangen ist und wie sich das Ganze anfühlt. Als nächstes steigen wir gleich weiter ein in die Trainingslehre, in den sogenannten FTP-Test. Da wird euch der Manuel jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Um einen FTP-Test durchzuführen, braucht man ein Wattmesssystem. Was es dafür gibt, wissen wir mittlerweile und wie das Ganze ausschaut. Manuel, bitte. Genau, jetzt ist es ja so, dass wir Triathleten natürlich gern immer Geld für neues und hochwertiges Material ausgeben. Jetzt ist der Trend natürlich, geht immer stärker Richtung Wattmessung. Jeder zweite Triathlet hat jetzt mittlerweile auch schon ein Wattmessgerät von günstigeren Modellen, die einfach nur pedalbasierte Wattmesser, wirklich zu hochwertigen und auch teureren Kurbel-Wattmessgeräten. Dann montiert man sich das Ganze aufs Rad und eigentlich weiß man dann gar nicht, was man jetzt eigentlich tun soll. Viele haben einfach vorher immer nur entweder noch Gefühl trainiert oder noch Pulsbereichen. Und jetzt ist es aber entscheidend, dass man wirklich, wenn man hochwertig und gezielt trainieren will, was man mit einem Wattmesser natürlich viel besser kann als pulsbasiert. Angenommen, man macht 2-Minuten-Intervalle, 5-Minuten-Intervalle, bis der Puls dann erst einmal in dem Bereich ist, wo man eigentlich hin sollte, ist meistens der Intervall schon wieder vorbei. So, dafür hat man jetzt natürlich einen Wattmesser und da ist man genau in der Sekunde, wo der Intervall beginnt und man die richtige die Kraft aufs Pedal bringt, ist man schon in dem Bereich. Dass man den Bereich bestimmt, muss man natürlich zu Beginn einmal den sogenannten FTP-Test machen. Klingt jetzt eigentlich schlimmer als es ist. FTP steht eben für diese Functional Threshold Power. Ja, genau. Schwieriges Wort. Wir haben es vorher natürlich schon getestet. Ist im Prinzip nichts anderes wie die Leistungsschwelle am Rad, also sprich die Watt, die man aufs Pedal bringt und über eine Stunde halten kann. So, damit man das Ganze jetzt aber testet, muss man sich jetzt nicht eine ganze Stunde abquälen, bis man eigentlich fast vorm Erbrechen ist, sondern kann das mit einem verkürzten Test machen. Gibt es natürlich mehrere Protokolle, wie man es macht. Der gängigste ist eigentlich einmal ein 20-minütiges Aufwärmen, lockeres Einfahren, so im lockeren Grundlagenbereich, mit ein paar einminütigen Kurzintervallen, die jetzt aber von der Intensität gar nicht nach oben gehen, sondern eher von den Umdrehungen pro Minute, das heißt, man aktiviert ein bisschen die Muskeln und nach diesen Kurzintervallen schaut man dann wirklich einmal 5 Minuten lang, okay, was geht jetzt wirklich? Da ist es auch wichtig, dass man da die Kraft nicht allzu sehr verliert, sondern sich das Ganze sehr gut einteilt. So, dann hat man diesen ersten 5-Minuten-Wert, der jetzt eigentlich beim ersten Test einen Orientierungswert gibt, was man dann in weiterer Folge beim eigentlichen Test erst macht, der dann nach einer 10-minütigen Pause 20 Minuten dauert. In diesen 20 Minuten soll man wirklich schauen, dass man nicht zu hart beginnt und in der Mitte dann nachlässt und dann hinten noch überhaupt keine Kraft mehr hat, sondern vielleicht ein bisschen konservativer anfangen und dann durchaus auch bis zum Ende hin progressiv steigern. Und
den Durchschnittswattwert, den man in diesen 20 Minuten dann hat, multipliziert man mit 0,95 und hat dann so seinen FDP-Wert. Der sogenannte FDP, über den der Manuel jetzt natürlich viel gesprochen hat, woher haben wir den überhaupt? Haben wir den erfunden? Nein, haben wir natürlich nicht. Genau. Aber woher nehmen wir das Ganze und wer hilft uns da wirklich? Die Sportwissenschaft setzt sich natürlich sehr viel damit auseinander. Speziell Trainer im Radsport arbeiten ja schon viele Jahre mit Watt. Und wir Triathleten haben da einfach sehr viel aus dem Radsport übernommen. Und es gibt da wirklich tolle Lektüren, die euch da weiterhelfen. Und eine dieser Lektüren hat der Manuel da mitgebracht. Genau, das ist ja die eigentliche Bibel der Wattmessung, wo er wirklich alles noch einmal zum Nachlesen drinsteht. Wir werden auch später noch den Link online stellen. Und zwar Wattmessung im Radsport und Triathlon von Hunter Allen und Andrew Coggan. Wie gesagt, die Bibel für Radsportler und Triathleten, die wirklich leistungsbasiert trainieren wollen und da wirklich was weiterbringen wollen. Es ist teilweise sehr wissenschaftlich und trocken geschrieben, auf der anderen Seite wirklich sehr genau erklärt für alle, die es genauer interessiert. Es ist hinten noch mit Trainingseinheiten unterfüttert, die den jeweiligen Trainingsbereich dann auch unterstützen sollen. Also wie gesagt, als Tipp gibt es in sämtlichen Buchläden auf Bestellung oder eben auch im Internet. So viel zu dem Thema FDP-Test. Viele hören immer dieses Wort FDP, man liest sehr viel darüber. Wir hoffen, wir haben euch da das ganze Thema ein bisschen näher bringen können. Wie gesagt, es wird dann auch den Link dazu noch online geben, wo ihr euch auch alle Infos besorgen könnt, in Zukunft damit arbeiten könnt. Was das Thema Wattmesssysteme betrifft, gern Nachrichten an uns, alle Fragen, die ihr habt, immer gerne stellen. Wir versuchen dann auch wirklich in der nächsten Sendung immer darauf einzugehen. Unser nächstes Thema ist der Trend der Woche. Und wenn wir schon bei Wattmessung sind, der große Trend jetzt im Winter, Swift. Swift hat, glaube ich, schon fast jeder von uns gehört. Einer der größten Fans von Swift im Triathlon-Sektor, Lionel Sanders, zu dem kommen wir später wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Für alle, die noch nicht gehört haben, was ist Swift, worum geht es bei Swift? Manuel, mal ganz kurz, was ist Swift eigentlich? Ja, Swift ist eigentlich aus der Idee entstanden, eigentlich das ganze Indoor-Training, was ja durchwegs stinkerfahrt ist, wenn wir es ehrlich sind, ein bisschen spielerischer zu gestalten. Und im Prinzip ist es nichts anderes wie virtuelles Rennen gegen andere Leute, die gerade zur selben Zeit online fahren. Oder man kann natürlich auch sich mit Vereinskollegen oder Freunden online treffen und gegeneinander Rennen fahren. Man kann auf Swift verschiedene Rennstrecken aus der ganzen Welt, sei es virtuelle oder auch echte Rennstrecken, abfahren, den Computer mittels Bluetooth auch mit seinem eigenen Wattmesser verbinden und so wird dann auch die Geschwindigkeit virtuell im Swift erzeugt. Die große Frage, die sich natürlich immer wieder stellt, bei uns im Shop, was brauche ich, um Swift nutzen zu können? Die geringste Ausrüstung, die ich brauche, um mit Swift arbeiten zu können, ist ein Trittfrequenzsensor, das reicht schon. Ich brauche eine Rolle und einen Trittfrequenzsensor auf meinem Rad, der über eine ANT-Plus-Verbindung Trittfrequenz sendet und damit kann ich eigentlich mit Swift starten. Wann wird Swift richtig interessant? Swift wird richtig interessant mit einer interaktiven Rolle, das heißt mit einer Rolle, die den Widerstand von dem, was am Bildschirm gerade passiert, auch verändert. Das heißt, wenn es bei Swift bergauf geht, dann wird auch der Widerstand auf der Rollen größer, wenn es bergab geht, wird der Widerstand geringer. Sehr interessant, Swift simuliert zum Beispiel so Dinge wie Windschatten fahren. Wenn man bei jemandem im Windschatten hinten drin ist, wird der Widerstand weniger. Wie der Manuel schon gesagt hat, es kommt einfach diese Langeweile aus dem Training, kommt heraus und man hat wirklich aktiv das Gefühl, wie wenn man draußen auf der Straße wäre und man misst sich ständig ja auch mit anderen Athleten. Was jetzt für viele positiv ist für den einen oder anderen natürlich auch negativ, weil viele ja immer dieses Grundlagentraining dann im Winter, weil das für viele verloren geht. Da hat man auf Swift aber die Möglichkeit, jedes Training vorher wattgenau zu planen. Man kann wirklich aufs wattgenau sagen, was in welcher Zeitdauer passieren soll. Die interaktive Rolle simuliert dann genau diesen Widerstand. Man ist zwar in dieser virtuellen Welt unterwegs, kann
auch durch viele gefahrene Kilometer, neue Radeln freischalten, neue Laufradeln. Es ist wirklich wie in einem Computerspiel. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Möglichkeiten hat man. Aber man muss nicht immer zwangsläufig das Rennen fahren, sondern man kann wirklich sein Training wattgenau steuern, auf die Minute genau. Besser geht es im Winter eigentlich nicht. Warum seht ihr da auf der rechten Seite des Bildes auch noch einen Läufer? Zwift hat das letztes Jahr auf Hawaii präsentiert. Man kann mittlerweile auf Zwift auch laufen. Ja, man kann sein Laufband koppeln mit einem Tablet zum Beispiel, was viele im Fitnessstudio machen, und kann dann auch seinen Kilometer auf Watopia, wie die Zwift-Hauptinsel ja heißt, abspulen und kann sich wirklich dort auch bewegen. Also wenn ihr mal online auf Zwift mit dem Rad unterwegs seid und auf der rechten Straßenseite läuft einer, der hat keinen Botschen gehabt am Radl und ist unterwegs zurück zum Start oder zum nächsten Radgeschäft in Watopia, sondern es ist wahrscheinlich Lionel Sanders, der gerade versucht, auf Watopia schneller zu laufen wie Patrick Lange oder so ähnlich. Zwift ist natürlich nicht kostenlos, sehr aufwendig, was die machen. Zwift kostet $15 im Monat. Kann man jederzeit kündigen. Man loggt sich bei Zwift ein, schafft sich sein Profil, kann über Kreditkarten zahlen. Und wenn man nach dem Winter der Meinung ist, so, jetzt war ich sowieso wieder nur mehr im Freien, kann man sich jeden Tag bei Zwift abmelden und somit ist dann auch die Bezahlung bei Zwift wieder erledigt und man kann jederzeit wieder einsteigen. Tolle Alternative, tolle Variante für alle, denen Fahrt wird im Winter, ist Zwift eine Überlegung. Genau, und ganz entscheidend noch, Kopplung mit Strava. Man kann sich Comms holen, oder? Ganz genau. Fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil sehr viele groß auf Zwift unterwegs sind. Aber wenn man es lang genug probiert und hart genug fährt, man kann sich auf Strava die Comms holen. Und man kann Zwift auch koppeln mit seinem Garmin. Mhm. Das heißt, man hat auch die ganzen gefahrenen Kilometer, die Höhenmeter, die Trainingszeiten wirklich dann in seinem Garmin Connect drin. Das heißt, man braucht da nicht lang danach irgendwie manuell Trainingseinheiten anlegen, um wirklich seine Trainingsstunden aufzuzeichnen. Man hat wirklich die Kopplung von Zwift mit Garmin Connect. Man hat dann auch wirklich auf Garmin Connect, auf Strava und auf Zwift seine Trainingseinheiten. Das passiert alles automatisch im Hintergrund. Genau. Ja, für alle, die nicht so gerne indoor mit Zwift unterwegs sind, sondern im Winter bei uns auch gerne den Schnee genießen und die frische Luft, was ich jedem auch noch empfehlen kann, geht es auch manchmal raus. Ich glaube, so wie das Lionel Sanders macht, ist es nicht wirklich für jeden zu empfehlen, nur indoor zu trainieren. Unser Alternativtrainingstipp der Woche: Langlaufen. Im Winter super Alternativtraining, in beiden Formen, klassisch und Skating. Für viele ist klassisch oft so ein bisschen altmodisch angehaucht. Bei klassisch denkt man oft an diese Skiwanderer mit Schuppenski, die so gemächlich unterwegs sind. Man darf klassisch Langlaufen nicht unterschätzen, speziell als Alternativtraining zum Laufen. Wenn man richtig klassisch auf die Langlaufski unterwegs ist, hat man einen sehr dynamischen Abdruck nach vorne mit einem doch sehr hohen Kraftaufwand nach unten, damit man den Ski, die sogenannte Steigzone, in den Schnee bringt. Hat koordinativ auch gewisse Herausforderungen, weil man ja diesen Diagonalschritt macht. Und wenn es geradeaus geht, hat man natürlich durch das Doppelstockschirm ein super Training für den Oberkörper. Was ich jedem nur empfehlen kann, ist wirklich mittlerweile ein Klassik-Skibereich. Man hat ja früher hat es zwei Varianten gegeben. Entweder wirklich diesen langsamen Schuppenski, der wirklich für ja, eher das ältere Semester reserviert war. Oder man hat immer sehr, sehr aufwendig den Ski mit verschiedenen Steigwachsen wechseln müssen, teilweise klistern müssen. Dann hat man den falschen Klister für die falschen Temperaturen erwischt. Dann hat der Ski aufgestollt. Das war alles recht ein Theater. Deswegen war auch wirklich das klassische Langlaufen so ein bisschen mit einem angestaubten Image, weil es halt sehr aufwendig war. Mittlerweile macht die Industrie seit einigen Jahren sehr lässige Klassik-Ski, die wirklich sehr sportiv gemacht sind. Und dort, wo die Steigzone ist, ist ein Skitourenfell im Belag eingearbeitet. Gibt es seit Jahren von Atomic, gibt es von Salomon, gibt es von Fischer, gibt es von Machus. Also machen mittlerweile wirklich alle Firmen
Und damit könnt ihr wirklich jeden Tag, egal was für eine Verhältnisse das sind, wurscht ob Neuschnee, wurscht ob nass, wurscht ob alles eisig, der Ski funktioniert immer, ihr braucht es halt nur hinstellen, laufen und das Ding funktioniert. Ich muss sagen, ich verwende selber die Ski jetzt schon in der vierten Saison und bin wirklich begeistert, wie gut das Ganze funktioniert und kann wirklich beim Laufen sehr viel davon profitieren. Und es ist auch noch schonender natürlich für den ganzen Bewegungsapparat, weil man natürlich den Aufprall, den Stoß, den man beim Laufen hat, beim klassisch Langlaufen, nicht hat. Nichtsdestotrotz, für viele ist natürlich die erste Variante, die sportivere Variante, das Skating. Und beim Skating trainieren wir von der Muskulatur her viel mehr die spezifische Radmuskulatur. Das heißt, auch viele Radfahrer nutzen das Skating im Winter als Alternativtraining, um einfach wirklich auch mal was anderes zu machen, um wirklich auch rauszukommen, um an der frischen Luft zu sein. Beim Skating, wie beim klassisch, Technik ist viel wert. Es ist wirklich ratsam für jeden, der es noch nicht gemacht hat, wirklich einmal auch einen Kurs zu besuchen, das Ganze wirklich zu lernen. Es gibt einfach Dinge im Sprunggelenk beim Aufsetzen vom Ski, die koordinativ gewisse Abläufe einfach erfordern, die man mal erlernen sollte. Wir kennen das alle vom Schwimmen, alles, was man wirklich vom Start weg richtig lernt, hilft uns allen, hätte uns allen beim Schwimmen auch geholfen. Aber ja, wir gehen ja lieber den harten Weg, aber vielleicht beim Alternativtraining Skaten kann man das dann... Genau, also ich kann das eigentlich auch nur empfehlen, wirklich einen Technikkurs zu machen, bevor man das erste Mal auf die Leute geht. Ich habe das leider damals verabsäumt und für mich ist es hauptsächlich ein Kraftausdauertraining, weil es von Anfang bis Ende eigentlich alles nur über die Kraft geht. Und nicht zu vergessen, für alle Kärntner, weil wir ja da in Villach sitzen, heuer wieder die Wintertriathlon-Staatsmeisterschaften im März in Villach, genau, in der Alpenarena organisiert und veranstaltet wird vom HSV. Hannes Bürger, ja, genau. Die sicher wieder eine lässige Veranstaltung machen werden. Also alle, die auf das Alternativtraining Langlaufen setzen, packt euer Mountainbike ein und eure Laufschuhe im März und stellt euch gleich mal der ersten Staatsmeisterschaft in dem Jahr. Wird sicher auch gerade, ich habe das Video von letztes Jahr gesehen, ich habe leider keine Zeit gehabt, dass ich dort war. Es hat hochspektakulär ausgeschaut. Also mit viel Glück haben wir durchgehende Läufe und Langläufer, die nicht mit Kurzhosen unterwegs sind, oder? Ja, schauen wir mal, was passiert. Wintertriathlon ist immer ein ganz eigenes, ja, eigenes Happening, aber macht sicher viel Spaß, dort zu sein. Ja, und damit wir alle gesunder zur Wintertriathlon-Staatsmeisterschaft dann hinkommen und der Hannes viele Starter begrüßen darf in der Alpenarena, gibt es im Winter einen wichtigen Punkt, was das Essen betrifft. Unser Foodtipp der Woche, Omas Hühnersuppe. Manuel, bitte erzähl uns was zu dem Heilmittel aller Winter-Outdoor-Sportler. Omas Hühnersuppe ist jetzt vielleicht nicht so das Superfood, wie man es eigentlich sonst in verschiedenen Triathlon-Foren so herumgereicht bekommt. Omas Hühnersuppe, wie der Name schon sagt, kommt von unseren Omas. Das heißt, das Rezept ist schon alt eingesessen, wird auch teilweise in der traditionell chinesischen Medizin verwendet. Ich persönlich bin ganz ein großer Fan von der Hühnersuppe, vor allem in der kalten Jahreszeit. Das heißt, so von Ende November bis Ende Februar, wenn man also vom Trainingslager wieder zurückkommt, als kleine Kraftkur, gibt es bei mir so ein bis zwei Töpfe Hühnersuppe pro Woche. Im Prinzip, das Rezept ist ganz einfach. Man haut ein ganzes Händel in den Topf, ein bisschen Wasser dazu, verschiedene Gewürze, wie man es mag, Suppengemüse dazu, man salzt das Ganze und dann kommt eigentlich der erste entscheidende Punkt, man lässt das Huhn auch wirklich lang auskochen. Das heißt, man kocht das Ganze einmal mit dem Gemüse und mit dem Huhn auf und lässt das Ganze dann wirklich 3, 4, 5 Stunden auf niedriger Flamme dahin köcheln und das ist das Entscheidende. Da kommt da wirklich die ganze Kraft aus dem Huhn heraus. Wenn man sie dann wieder abkühlen lässt, sieht man wirklich auch das ganze Fett, was ja auch die Kraft gibt, an der Oberfläche schwimmen und was dann wirklich so galert oder geleeartig sich an der Oberfläche bildet. Ja, natürlich Hühnersuppe für jeden auch geschmacklich immer ein Highlight. Ich glaube, alles in der alles, was von der Oma kommt. Alles, was von der Oma kommt, ist immer gut. Auch in der heutigen Küche, wir haben alle viel zu wenig Zeit, es wird viel zu wenig selber gekocht, es wird sehr viel fertig gemacht. Da ist es sicherlich eine Wohltat für den Körper,
wenn man sich einmal ein bisschen Zeit lässt und auch mal was Gesundes zu sich nimmt, speziell im Winter. Genau, und während die Suppe so dahin köchelt, kann man ja durchaus einen FTP-Test auf Swift fahren, oder? Unter anderem, tja, genau. Man hat ja 4 Stunden Zeit. Ja, ganz genau, ganz genau. So, als nächstes dürfen wir jetzt dann in unserer Mitte unseren Stargast der Woche begrüßen, die Sarah Village, die sie Zeit genommen hat, dass sie auch zu uns kommt. Zuerst einmal hallo und danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich glaube, die erste große Überraschung für alle da draußen ist einmal das Outfit von der Sarah. Große News für kommende Saison. Unschwer zu erkennen, das Outfit vom BWAG Racing Team. Sarah, sag mal vielleicht kurz, wie es dazu gekommen ist und was ihr für kommende Saison vorhabt. Ja, also hallo zuerst einmal. Es ist jetzt einmal ein neuer Einschlag in meine Sportlerkarriere. Ich habe mich entschieden, wie habe ich voriges Jahr schon ein bisschen was, eine Sache geändert und bin eben von meinem, sagen wir mal, Trainingsstandpunkt Villach nach in die Südstadt gezogen. Und habe einfach irgendeine neue Herausforderung gesucht und es hat bis jetzt einfach nicht so optimal gepasst, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, das ist jetzt die perfekte Lösung. Und ich freue mich schon extremst und stelle mir halt schon viel, viel vor. Bin schon gespannt. Es ist natürlich neu jetzt auch, dass Kurzdistanzathleten bei BWAG im Team sind. Es ist natürlich super, dass es endlich eine starke Kraft in Österreich gibt, ein großes Team, die auch die Kurzdistanz fördern, weil ja die Kurzdistanz sonst immer ein bisschen zu kurz kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ist natürlich eine positive Entwicklung für euch als Athleten. Was für Vorteile hast du jetzt wirklich als Athlet auch in einem Team, die du vorher nicht hast? Also wovon profitierst du jetzt eigentlich auch am meisten? Ja, also ich habe bei den Gesprächen mit BWAG jetzt im Vorhinein schon geredet, dass ich das als super Idee finde, dass ich jetzt einmal das ein Team auch in der Kurzdistanz starten und einmal anpeilen, weil das eben die Kurzdistanz kommt echt oft zu kurz und ich glaube, so ein Team ist doch sehr wichtig. Du hast halt einfach so, ich nenne das immer so gerne, so ein Rundum-Paket. Du hast echt vom Management, von den Medien, von den Sponsoren, du musst dich nicht mehr viel kümmern und das ganze Team ist halt hinter dir und du hast halt immer wen, du kannst immer einen Ansprechpartner, du weißt, es muss oder wird immer alles passen. Du musst einfach nicht selber Gedanken machen, wo kriegst du das Rad her, wo kriegst du die Laufräder her, wo kriegst du einfach die Schuhe her, was auch immer ist. Ich glaube, da ist ein Team schon eine sehr gute Idee und sehr gute Investition dahinter. Ja, passend zu deinem neuen Team und neuen Outfit hast du jetzt auch schon die, wie man sieht, die entsprechende Bräune aufgezogen. Ja. Erzähl mal, was hast du jetzt so in den letzten Wochen so getrieben? Was wird in der nächsten Saison anstehen? Gibt es da schon genauere Pläne? Was hast du jetzt einmal dabei so gemacht? Also ich bin gerade vor 2 Tagen aus Fuerteventura gekommen. Das war das Verbandstrainingslager, ITV-Trainingslager. Es ist immer so unser quasi Saisonstart oder halt Trainingsstart in die neue Saison. Ich finde das Trainingslager jetzt 2 Wochen in Fuerte war sehr produktiv. Es ist immer ein guter Start mit dem Team am Anfang, auch noch die ganze Saison zu planen. Das Betreuerteam lernt unsere Saison irgendwie neu kennen und weiß, wie wir jetzt zurzeit stehen, was wir so vorhaben. Es wird halt alles besprochen. Und es ist halt super im Fuerte trainieren jetzt, wenn bei uns so kalt ist, kannst du halt machen, was du willst. Du kannst viel länger trainieren und das ist einfach viel besser. Mhm. Ja, für die neue Saison, ab nächstes Jahr fängt ja die Olympia-Quali an im Mai. Dauert eben 2 Jahre und das ist jetzt natürlich alles auf Olympia für 2020 ausgerichtet. Und anfangen tut die Saison im Februar. Anfang Februar fahren wir nach Stellen. Also wir fliegen nach Kapstadt. In Kapstadt ist der erste Weltcup, das ist aber jetzt eher aus dem Training aus. Das ist einfach, wir nehmen den mit, weil wir dann fast einen Monat in Stellenbosch auf Trainingslager bleiben. Mhm. Und von dort aus fliegen wir dann zum ersten WTS-Rennen nach Abu Dhabi. Und ja, also mein Trainer und ich, wir schauen noch, ob wir das Abu Dhabi-Rennen aus dem Training machen und uns nachher eben auf die Olympia-Quali am Anfang gleich aufs erste Rennen konzentrieren. Was ich glaube, dass es eher so wird, dass es besser nachher Abu Dhabi aus dem Training starten und nachher schauen, Yokohama ist das erste WTS, also das erste Olympia-Rennen
Olympia-Quali-Rennen und da vielleicht dann halt oder einen Podestplatz anpeilen, damit dann gleich die ersten guten Punkte drin sind. Jetzt ist es ja grundsätzlich für euch als Kurzdistanzathleten so, dass natürlich Olympia im Fokus steht. Jetzt hast du natürlich einen großen österreichischen Sponsor. Werden wir die vielleicht auf österreichischem Boden in den nächsten Jahren auch wieder einmal bei einem Rennen sehen? Ja, das ist immer so die Frage, aber ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich in die zwei Olympia-Qualifikationsjahre eher nicht, weil es ist alles sehr eng, alles sehr detailliert und genau geplant bis Olympia und das sind halt jetzt so, ich will es nicht unwichtige Rennen, aber halt so Rennen, die dir keine Punkte und die dir jetzt nichts bringen, eher im Hintergrund. Deswegen wenn dann wahrscheinlich eher noch Olympia, dass man in Österreich dann, sei es Staatsmeisterschaften oder irgendwelche Rennen so startet. Okay. Es kann natürlich sein, jetzt durchs neue Team mit dem Ironman, dass man halt dabei ist, aber eher als Fan. Oder als Staffel mit Muster. Ja, beim Company-Triathlon. Könnte natürlich vieles passieren. Wer schwimmt nachher? Du. Also, schwimmen muss in dem Fall natürlich dein Bart bleiben, weil du mit Abstand die Stärkste beim Schwimmen bist von uns. Sarah, großer Schwerpunkt heute bei uns in der Sendung ist Wattmessung. Wattmessung natürlich auf der Langdistanz, speziell im Rennen, viel entscheidender wie bei EF, weil einfach viel mehr Dynamik im Rennen ist. Aber wie nutzt ihr die Wattmessgeräte bei euch am Rad, speziell im Training auch? Sind die Watt bei euch genauso im Fokus, wie es bei einem Langdistanzathleten ist, oder nehmt ihr das einfach als Trainingsaufzeichnung mit und ist es gar nicht so entscheidend jetzt für euch im Training? Also genau wie du gesagt hast, das ist, ich bin zwar nicht in der Langdistanz jetzt, kein Profi in der Langdistanz, aber ich glaube, dass man in der Langdistanz das natürlich viel mehr braucht. Du brauchst es einfach zur eigenen Kontrolle im Wettkampf, im Rennen, auch im Training. Bei uns ist das natürlich anders durch das Windschatten fahren, schaust du jetzt während einem Rennen, während einer olympischen Distanz, geschweige denn in einer Sprintdistanz, schaust du nie auf den Wattmesser. Wir haben ihn sehr wohl oben und das bringt auch sehr viel nachher, als die Daten, die du nachher aushörst aus dem Wettkampf, bringen dir natürlich fürs Training sehr viel und im Training verwenden wir es sehr wohl. Es ist einfach, glaube ich, ein guter Standpunkt noch jeden Wettkampf und dann noch diese Laktattests und noch die Checks, dass du das einfach hast, dass du weißt, auf was für einen Bereich du fahren kannst, sollst und an was du arbeiten solltest. Aber eben zur Langdistanz hin glaube ich nicht, dass das für uns jetzt vor allem im Wettkampf, im Rennen direkt wichtig ist. Und nachdem ihr in den letzten Jahren ein paar Mal auf deinem Radar schrauben habt dürfen, weiß ich ja, dass du noch ein anderes Produkt verwendet hast. Ich gehe jetzt einmal davon aus, in Zukunft wird es ein pedalbasierendes Wattmesssystem von Garmin werden bei dir. Ich bin wirklich sehr gespannt, vor allem das neue Garmin Vector 3 bringt ja doch sehr viel Output, was andere Systeme noch nicht können. Und ich bin gespannt, was ihr daraus macht und wie es weitergeht. Aber grundsätzlich, Sarah, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich sogar danke, ja. Und wir werden die Daumen drücken für die kommende Saison. Und ja, wie der Manuel schon gesagt hat, vielleicht sehen wir uns spätestens beim Company Triathlon in Klagenfurt. Genau, gerne. Danke. Danke. So, das war das Interview mit der Sarah. Ist natürlich auch eine große Ehre für uns, dass gleich in unserer ersten Sendung wirklich eine der erfolgreichsten Athletinnen in Österreich auf der Triathlon-Kurzdistanz gleich bei uns war. Letztes Jahr mit ihrem dritten Platz in Abu Dhabi beim WTS-Rennen ja wirklich einen tollen Erfolg gefeiert. Und jetzt noch zum Abschluss von uns Fundstücke aus dem Internet, unser Video der Woche. Chasing the Lion. Chasing the Lion, ja, wer könnte das anders sein als Lionel Sanders? Interessantes Video von seiner Vorbereitung auf Kona. Genau. Was er dort so gemacht hat, er war auf der Bahn, sie haben sehr viel an seinem Schwimmen gearbeitet, was viele nicht gewusst haben, weil er hat ja gar nicht geplant gehabt, dass er überhaupt zurückgeht nach Kona, der nach
2016 in Hawaii, wo er glaube ich 16. oder 17. geworden ist, gesagt, er geht erst wieder nach Kona, wenn er gleich schnell schwimmt wie Sebastian Kindle. Genau. Jetzt im Profibereich, ja, für viele nicht die große Aufgabe. Herausforderung, ja. Für ihn war es eine Herausforderung. Er hat zwar dann bei der Championship in Samorin das erste Mal geschafft, gemeinsam mit Kindle aus dem Wasser zu gehen, hat das Ding dann auch gleich gewonnen und hat sich dann entschieden, ja, dann könnte es ja auch in Kona wieder versuchen. Und wie wir alle wissen, hat es ganz gut funktioniert. Ja. Der Versuch war kein schlechter. Ja. Bis auf die letzten 3 Kilometer, aber sonst hat es gepasst. Bis auf Schutz hat es hervorragend gepasst. Ja. Und ich glaube, Sanders wird sehr massiv zurückkommen. Vielleicht zusammenfassend, um das Video noch kurz zu beschreiben, man mag jetzt so Lionel Sanders stehen, wie man will. Also hat er recht eigensinnige Methoden, wie er trainiert, auch in seiner Vergangenheit. In dem Video wird es aber eigentlich ganz cool dargestellt, wie er es so macht. Es wird beschrieben, dass er eigentlich aus einer relativ dunklen Vergangenheit an der Uni als Partyboy mit Drogen- und Alkoholexzessen daherkommt, sich dann eigentlich hier aber genauso in das Triathlon-Thema wieder so vertieft hat, wie er es eben vorher ins andere Extrem gemacht hat. Und ja, wie gesagt, schaut es euch an, cooles Video und wirft auch mal ein anderes Licht auf den Lionel Sanders. Und passend zu dem Video auch noch so unser letztes Netzfundstück für die Woche. Auf der Webseite von TrainingSpeaks, TrainingSpeaks ist einer der größten Trainingssoftwares, die es am Markt gibt, um einfach seine Daten perfekt auswerten zu können. Und viele Athleten, die mit TrainingSpeaks zusammenarbeiten, veröffentlichen ihre Daten dort. Und wir haben da einmal herausgepickt die Watt-Daten von eben Lionel Sanders auf Hawaii von seinem Rennen, wo man sehr gut sieht, was er geleistet hat. Für viele, die ein bisschen einen Zugang zu dem Ganzen haben, das ist schon sehr beeindruckend. Man sieht da in der Kurve genau, wo er das Rennen wahrscheinlich verloren hat, nach der Abfahrt in Hawaii, wo er einfach dieses Loch wieder geschlossen hat, zu Wörf von Kindle, weil er so für Indoor trainiert, also geht es raus, langlaufen und auch Radl fahren, gell? Weil sonst habt ihr auf der Abfahrt dann Angst, so wie der Herr Sanders, dann müsst ihr dann mit 350 Watt hinterherfahren und dann holt er euch da lange auf die letzten 3 Kilometer und das wollen wir ja nicht. Ja, man muss neidlos anerkennen, die Leistung, die er da bringt, die ist einfach echt nicht ohne. Also das sind Wattwerte im Grundlagenbereich von über 4 Watt pro Kilo. Damit ihr euch das Ganze auch noch genauer anschauen könnt, wir werden euch die Links dann in den Kommentaren unten hineinstellen. Natürlich nicht nur von Lionel Sanders, sondern auch von anderen Athleten. Es gibt von den Bestzeiten von Mike Dwelsig Daten, es gibt vom Chloe aus 2011 Daten. Wir werden euch das alles in den Kommentaren, wie gesagt, live stellen. Und dann könnt ihr euch das einmal mit euren eigenen Leistungskurven vergleichen. Als Abschluss noch für alle, erstens einmal danke fürs Einschalten und danke, dass ihr bei der Premiere dabei wart. Es wird auch noch auf unserer Facebook-Seite Gewinnspiel geben zum Abschluss mit einem Gutschein von unserem Shop, aber das wird ihr dann alles noch auf unserer Facebook-Seite erfahren. Wir freuen uns einmal grundsätzlich auf euer Feedback, Feedback in alle Richtungen. Wir sind sehr dankbar für alles, für alle Ideen, die ihr gerne hören wollt. Wir werden uns bemühen, das alles so gut wie möglich umzusetzen. Ich sage danke, Manuel. Danke, Chris. Und ja, wir sehen uns in 2 Wochen wieder auf YouTube.